Sag mir deinen Beruf, du dreister Typ! Deinen Beruf! Nein, bitte! Lassen Sie mir nicht aus der Haut! Wenn's aber doch passiert, bist du bei mir genau richtig. Denn ich flicke euch auseinander und auch wieder zusammen. Was soll das heißen, mich zusammenflicken, du Schwachkopf? Wenn euch der Schuh drückt, muss ich ihn wieder flicken. Ah. Er ist ein Träumer, lass ihn gehen, Antonius. Cäsar! Antonius. Lasst wohlbeleibte Männer um mich sein, die glatt gekämmt sind und die nachts gut schlafen. Wieder einmal wurden zwei Stücke zu einer Aufführung am Meininger Theater zusammengeführt. Zum einen Julius Cäsar von William Shakespeare und Die Politiker von Wolfgang Lutz. Die Regie in Meiningen führte Frank Behnke. Ich steck mein Schwert nicht wieder weg. Und dann war da ein Haufen Frauen, 100 etwa, wild, zerzaust, zu Furien entstellt vor Angst, die schworen, dass sie auf den Dächern Männer hätten wandeln sehen, in Flammen, Flammenmänner, Flammenschwerter schwingend. Und gestern sagten sie, hätte der Nachtvogel, der Finstre, zur hellsten Stunde seine Beute auf dem Marktplatz aufgezehrt und immer zugeschrien seinen schrillen Nachtschrei mittags. Guten Morgen, Cassius. Längst war ich auf und wach die ganze Nacht. Kenn ich die Männer, die du bei dir hast? Ja, jeden Einzelnen. Und keiner hier, der dich nicht hochhält. Und ein jeder wünscht, du hättest nur die Meinung von dir selbst, die jeder edle Römer von dir hegt. Dies ist Decius. Er ist willkommen. Dies Casca und dies Zinna. Willkommen alle. Mit Julius Cäsar erlangte das Meininger Theater 1874 Weltruhm beim ersten Gastspiel in Berlin. Vertraut ihm ja nichts an. Denn niemals tritt er einer Sache bei, die andere planen. Gut, lass ihn weg. Er ist tatsächlich ungeeignet. Warum geht es in dem Stück? Die Senatoren rund um den Redeführer Brutus verschwören sich gegen den tyrannischen Diktator Cäsar. Weil er eine dauerhafte Alleinherrschaft anstrebte, meucheln sie ihn. Dass der Zweck ihre Mittel heiligt, davon sind die Mörder fest überzeugt. Cäsars Tod soll dem Wohl des Volkes dienen. Und ist es vielleicht heilsam, halbnackt zu gehen und den Dunst des Morgens sich einzusaugen? Wie ist Brutus krank und stiehlt sich weg aus seinem warmen Bett? Guten Morgen, würdiger Cäsar, ich komme dich abzuholen zum Senat. Und du bist zu gelegener Zeit gekommen, den Senatoren meinen Gruß zu bringen. Sag ihnen, dass ich heute nicht kommen will. Julius Cäsar wird von Vivien freigespielt, in weiteren Rollen Lukas Umlauft, Stefan Willi Wang, Renato Scheibe und Evelyn Fuchs. Doch ich bin standhaft wie der Stern des Nordens, der im Beharren und an Festigkeit nicht seinesgleichen hat am Firmament. Der Himmel prangt mit Funken ohne Zahl und Feuer sind sie alle und jeder leuchtet, doch einer nur behauptet seinen Platz. Sohn der Welt auch, sie ist voll von Menschen und Menschen sind empfindlich Fleisch und Blut. Doch in der Menge weiß ich einen nur, der unantastbar seinen Stand bewahrt, vom Andrang unbewegt. Dass ich dies bin, auch hierin lasst es mich ein wenig zeigen. Dass auf Flavius' Verbannung ich bestand und darauf bestehe, dass er im Banne bleibe. Cäsar! Nichts weiter! Bitte den Olymp versetzen! Großer Cäsar! Siehst du denn nicht? Wenn Brutus kniet vergeblich! Dann, Hände, sprecht für mich! Er war mein Freund, war mir gerecht und treu. Doch Brutus sagt, dass er herrschsüchtig war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Er brachte viel Gefangene heim nach Rom. Ihr Lösegeld hat den Staatsschatz gefüllt, sah das bei Cäsar wohl nach Herrschsucht aus. Doch Brutus sagt, dass er herrschsüchtig war. Und Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Ihr alle saht, wie ich beim Lupercalienfest ihm dreimal eine Königskrone bot, die dreimal er zurückwies. War das Herrschsucht? Du tatst mir unrecht, Brutus. Beruhige dich, Cassius. Sag leise, was dich kränkt. Im Angesicht der beiden Heere hier, die nichts als Liebe von uns sehen sollten, lass uns nicht streiten. Verurteilt hast du Lucius, weil er Bestechungsgelder nahm, wobei mein Brief, indem ich für ihn eintrat, unbeachtet blieb. Du tatst dir selber Unrecht, ihn zu schreiben. In solcher Zeit wie dieser passt es nicht, dass jeder kleine Fehl bekennet wird. Lass mich dir sagen, Cassius, dass du selbst verschrien bist, weil du hohle Hände machst.
Die Politiker zerschlagen euch die Reben durch Hagel und eure Feigen vernichten sie durch Frost und eure Herden geben sie den Blitzenpreis. Im zweiten Teil folgt der Übergang zu Die Politiker. Das Theatergedicht ist von Wolfgang Lotz. Es wurde 2019 in Berlin uraufgeführt. Die Politiker sitzen im Flugzeug nach Beirut. Die Politiker sitzen im Flugzeug nach Moskau. Die Politiker sitzen im Flugzeug nach Tokio. Die Politiker sitzen im Flugzeug nach Athen. So, jetzt wisst ihr, wohin sie gehen. Jetzt wissen wir, wohin sie gehen. Das Theatergedicht ist von Wolfgang Lotz. Es wurde 2019 in Berlin uraufgeführt. Die Politiker, die Politiker, die Politiker. Vielstimmig ist das Ensemble zu hören. Der Text ist eine Herausforderung, ein Sprechgedicht, witzig, böse und poetisch, mit vielen rhythmischen Wiederholungen. Wenn die Politiker die Tür aufmachen, ist sie dann offen oder auf? Die Politiker gehen die Treppe hinauf, schnauf, schnauf. Die Politiker gehen die Treppe hinauf, klipp, klapp, klipp, klapp. Trotz der modernen Inszenierung der beiden Stücke Julius Caesar und Die Politiker steht aber der Text im Vordergrund. Die Politiker haben den Kontakt verloren zu den Menschen. Der Punkt im Meer ist ein Hund, der darin schwimmt. Ja, der Punkt im Meer ist ein Hund, der darin schwimmt. Die Politiker, die Politiker, die Politiker kommen an mit einem Rettungsboot und helfen ihm an Deck in seiner Not. Das tun die Politiker. Das tun die Politiker. Es ist Nacht. 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 Oh, die Politiker berühren mich. Ja, die Politiker berühren mich. Hier und hier und hier und hier, 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 hier.